So, meine lieben Hundfreunde, es ist Mittwoch mittlerweile und ich hatte noch keine Zeit, irgendwelche Videos hochzuladen. Gestern habe ich gar keine Runden gezogen, aber dafür habe ich jetzt welche gezogen und die haben es in sich. Legen wir los. Als erstes habe ich bekommen, Berkaner auf dem Kopf stehend. Das ist also ein Fehlen, ein Mangel an persönlichen und spirituellen Wachstum, und diesen Mangel habe ich geklärt mit Sovilo als Ursache. Was ist der Grund für dieses Fehlen an Wachstum? Für dieses blockierte Wachstum und das Sovilo. Sovilo ist die Rune des Sonnenlichts, so wie das, was gerade durch das Fenster strahlt. So wie ich das interpretiere, ist das so, dass ich scheinbar mich selber blende und dadurch die Sichtweise, also die Sicht auf die essentiellen Dinge verloren habe, zumindest heute, also deswegen da kein Fortschritt gibt. So, dann habe ich bekommen Udus Merks Dave. Das ist die Rune der Gesundheit und der Stabilität, physische und mentale Stärke auf den Kopf steht. Ja, das heißt also, das alles fehlt mir heute. Daran werde ich schon später arbeiten. Dann Dagas, ihr clarified mit jeder auf den Kopf steht. Jeder hat ja eigentlich keine Merc-Safe-Position, aber auf der Karte ist halt der Name unten und diesmal war der halt oben, also steht es auf dem Kopf. So. Das heißt also, Jera ist hier die Runde der Ernte und auf den Kopf stehen symbolisiert das für mich eine schlechte Ernte. Und dahingehend, also davon, ja, davon gibt es einen Wandel, einen Durchbruch in dieser Hinsicht. So, und dann haben wir Ingvars und Kenas, beide zusammen. Das ist das brennende Feuer des Neubeginns, könnte man so sagen. Ne, also, das innere Feuer. Ja, die Leidenschaft, mit der ich etwas Neues beginne oder beginnen kann, und auch diese brennende Leidenschaft, mit der ich Verantwortung für mich selbst und meine Taten übernehme und auch mich um mich selber kümmere. So, und als letztes Rune Eivuas, die Rune des Wandelns und der Transformation, des Todes und der Wiedergeburt. Und unter Awas als Clarifier für den Bereich, in dem es Kommunikation, also nein, für den Bereich, in dem es einen Wandel gibt, ist Anzus, die Rune der Kommunikation. Das heißt also, dahingehend gibt es einen Wandel, ein Abwerfen alter Gewohnheiten und eben eine Wiedergeburt. Ne? Ein symbolischer Tod und Wiedergeburt in dem Bereich. Und das waren sie auch schon. Die Runden des Tages. Schnell und aktuell, wie die Nachrichten. Also dann, danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.